Warum wird der Wähler das Volk immer wieder für verbrecherische und korrupte Machenschaften, unverantwortliche Tätigkeit unserer Politiker in unserer Republik bestraft mit höheren Steuern und Abgaben? Ich komme zu den Fragen, was soll passieren und was darf nicht passieren? Wer ist der Finanzminister in dieser Sache schützenswert? Sind es die österreichischen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler? Oder sind es jene, ja, Sie müssen dann nur einmal zuerst eine Zeit lang zuhören, um zu beschreiben, was der Vorgang ist. Sind es jene Alteigentümer und Voreigentümer, die Bank mit abgewirtschaftet haben? Lieber Werner Kogler, das sind doch leere Kilometer. Was ist in Österreich bei allen Untersuchungsausschüssen herausgekommen? Nichts. Alles ist im Sand verlaufen oder wird unter den Teppich gekehrt. So ist es eben in Österreich. Unsere verbrecherisch organisierten kriminellen Politiker, die hier involviert sind, werden sich doch gegenseitig nicht die Augen auskratzen.